Okay, ich würde dann zuerst sagen, was ist denn das überhaupt? Blockade von. Ja, okay, da können wir eigentlich abhauen. Weil die Sequests sind jetzt zu blöd für mich jetzt eigentlich. Und damit haben wir schon die erste Quest gegen abgeschlossen. Ist ja auch nicht schlecht. Geht ja auch schneller mit unserem Equipment. Ich glaube, wir kriegen 40% Bonuserfahrung. Was auch geil ist, ist, dass wenn du einen Freund einladest, das habe ich bei Millennium nämlich gemacht, da bekommst du, wenn du mit einem Freund zusammenlevelst, glaube ich, dreifach Erfahrungspunkte, auch bei Quests und alles. Und das geht dann schon recht fix. Also es geht dann ziemlich schnell. Da habe ich, glaube ich, für meinen Paladin, den habe ich nämlich mit ihm zusammengelevelt. Da habe ich, glaube ich, 2 Tage gebraucht oder einen Tag, 1,5 Tage Spielzeit, da war ich schon Level 80 und ab 80 bis 85, da ist es nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob es jetzt genauso ist, weil bei Add-ons immer das Aktuellste musst du normal spielen und das eins Ältere kommt eigentlich immer so Bonuserfahrung, alles Mögliche. Und naja, das war schon ziemlich geil. Hätte erst gedacht, das ist ja ein Bug. Hab schon gefragt in der Gilde und so und der hat auch gesagt, das kennen sie noch gar nicht. Aber da habe ich gelesen, dass es total normal ist und schon habe ich mich irgendwie ein bisschen gefreut. Und das war geil. Sag mal, wie es ist, das war geil. Und ja, das war's. Das war's mit der Geschichte. 20 Minuten spielen wir, also ich darf auch nicht so lange aufnehmen. Sonst kommt mein Vater hier rein und keine Ahnung, was er macht. Ich denke, er macht dann gar nichts. Den interessiert es wahrscheinlich gar nicht, aber mich schon. Ich hasse es, wenn die Leute beim Reden zuhören, vor allem wenn ich Selbstgespräche führe. Es ist eigentlich Selbstgespräche. Wenn man es mal ganz ernst nimmt, mein Vater würde bestimmt denken, dass ich total verrückt bin, obwohl er weiß, dass ich Let's Plays mache. Obwohl er außer, dass es eigentlich Zeitverschwendung ist. Und man muss auch sagen, man kann seine Zeit besser investieren in andere Sachen, aber es macht mir unglaublich viel Spaß und deswegen werde ich damit auch nicht aufhören. Wenn ich spiele, also wenn ich normal spiele, ist ja auch eigentlich Zeitverschwendung und ich mache es ja trotzdem, warum nicht dann aufnehmen? Okay, eigentlich ist die Aufnahme der Spiele eigentlich das wenigste, was Zeit kostet. Eigentlich ist es meist ja das Rendern, das Hochladen und alles Mögliche. Warum ist unser Ballon weg? Ich will meinen Ballon wieder haben. Ballon. Wo ist mein Ballon hin? Ach, egal, wir brauchen jetzt eh nicht was mit dem Ballon. Da hätten wir uns eigentlich schnell eine Rarity kaufen können, aber ist jetzt auch egal. Loktar! So. Ach, da können wir doch gar nicht hin. Ach, egal, dann gehen wir erst dahin und dann laufen wir dahin, würde ich sagen. Erkunde Dorothea. Okay, das ist jetzt nicht der Erfolg der Jahre. Eigentlich ist es gar kein Erfolg. Doch, es ist schon der Erfolg, aber naja. Nichts um BG zu, um GZ zu sagen, nicht BG. Oh, da wird man noch hingehen, ne? Da wird man noch hingehen. Hoffe ich jedenfalls. Bin mal gespannt, wie das so wird. Aber ich glaube, bis wir dahin kommen, habe ich schon mal 90er. Also irgendein wird da schon sicherlich 90 sein, hofft man. Todesritter. Der ist ja jetzt, glaube ich, 88 fast. Oder 87, braucht noch 10% Erfahrung. Also ist schon noch ein bisschen, was ich da vorhab. Jetzt sind wir schon da. Es ging ja ziemlich fix. Aber ich muss schon sagen, dass es mir hier ziemlich gut gefällt. Wenn es nicht so extrem riesig wäre, würde ich hier auch gerne leveln. Ich stehe auch so Brachland und so. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich so eigentlich auf die Gebiete der Horde stehe. Wobei ich bei der Allianz Quests einfach ein bisschen besser finde, vor allem die Anfangsquest bis Level 30 und so. Level 22, da hier levelt, ist eigentlich ziemlich unnötig. Aber viele machen auch die Quests nur für die Erfolge oder für die Dinge, für den Ruf, den man dafür bekommt. Man bekommt ja jetzt Gildenruf. Und ja, ist eigentlich ziemlich gut. Ach, den kriegen wir jetzt noch, der nervt uns sonst. Weiß nicht, wie lange er uns hinterherlaufen wird. Ach, jetzt haben wir ihn natürlich weggehauen. Hab schon gefragt, wo er hin ist. Affe, ey. Boah, dauert schon ziemlich lange. Boah, ey, die Nase ist so zu. Versuchen wir hier auch noch beizutreten. Vielleicht kommen wir da als erstes rein. Ich
Hau ab von mir. Ach, Mann. Ja, super. Ja, stunt er uns. Dann entkommt er auch noch. Boah, meine Nase ist so zu. Das hört man bestimmt in der Aufnahme. Ah, ja, geil. Geil, 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 geil. So. Jetzt sind wir eigentlich zu früh beigetreten, weil wir jetzt noch 2 Minuten warten müssen. Erstmal durch die Nase durchstaufen damit. Wenn ein bisschen Durchzug ist, weil ich hasse es, in die Nase zu ist, aber beim Schlafen, ich kann das eigentlich gar nicht. Nase zu und schlafen ist echt zum Kotzen. Weil ich damit meistens immer durch die Nase atmen will und dann ist die Nase zu. Und dann ist so scheiße. Und dann weine ich immer. Nein, ich habe schon lange nicht mehr geweint. Wann habe ich zuletzt geweint? Keine Ahnung. Kann ich gar nicht mehr wirklich vorstellen. Wobei ich auch kein gefühlsloser Motherfucker bin. Oh, wie das sich anhört. Ist auch eigentlich genial. So, wollen wir denen sagen, was im Let's Play sind? Nee, macht man nicht. Kein Bock jetzt, in die Tasten zu tippen. So, wie sind wir eigentlich jetzt aufgestellt? 19, 17, 19, 15, 19, 18, 18, 15. Also passt eigentlich. Wir können ja eigentlich wieder heilen. Jedenfalls versuchen zu heilen. Warum was noch so dabei ist, weil da kann man auch sehen, welche Klasse die sind und alles. Weil die Allianz haben ziemlich viele Jäger. Ein Magier. Vergeltung ist auch kein Heiler. Also die haben keinen Heiler. Obwohl Nebelwirker bin ich mir nicht so sicher. Das könnte ja auch ein Heiler sein. Am Mönchen kenne ich mich noch nicht so gut aus. Wir haben einen Vergelter. Elementar ist eigentlich auch kein Heiler, aber wir haben wenigstens. Wir könnten wenigstens heilen. Ah, wir haben einen DC, okay, der kann heilen. Und ja, wir haben 2 Heiler. Also, es sieht schon mal gut aus für uns. Muss man mal so sagen. Schaut schon mal nicht schlecht aus. So, es geht los, die Horde. Für die Horde. Können wir jetzt eigentlich da hinschreiben, aber ne. Ah, wir haben auch verschiedene Sprachen. Wenn wir Pandarisch schreiben, können nur Pandaren lesen, was wir schreiben. Die anderen lesen irgend so X-G-O-L-X-O-P-A-T-K-A-K-A-P. Das ist ziemlich cool gemacht, dass es verschiedene Sprachen gibt. Als Häutler kannst du dich auch nicht mit Allianzler kommunizieren. Es gibt auch einige kleine Möglichkeiten. Da kannst du zum Beispiel als Häutler irgendwas reinschreiben. Irgendwie so ab. Und der Ali sieht es dann als du blöder Ali oder so. Also es gibt schon so kleinere Möglichkeiten, aber auch nicht so wirklich Traummöglichkeiten. Also wirklich kommunizieren kann man eigentlich nicht. Und dann da ist schon der erste. Aber der wird eiskalt krepieren. 240 haben wir gekredet, ey. Das ist schon geil. So, jetzt greifen wir mal den an. Oh, er greift uns auch an. Aber ich glaube, er wird es nicht überleben. Er wird es nicht überleben, uns angegriffen zu haben. Du miese Ratte. Jetzt haut er auch noch ab vor uns. Nicht so nett. Trotzdem, ich werde keine Gnade auf ihn setzen lassen. Du wirst sterben. Aber du wirst es für dein Team getan haben. Denke ich jedenfalls. So. Oh, ein Pandare. Jetzt ist er gegen einen von uns angetreten. Außer er wird überleben, was ich eigentlich schätze. Eigentlich ja nicht. Aber egal. Jetzt hat man zum Beispiel den Geschwindigkeitsstrang gut gebrauchen können. Oh, dafür der Allianzler eine ziemlich gute Ausdauer, sage ich jetzt mal. Also der hält schon ziemlich viel aus. Alter, komm, den müssen wir doch holen. So, jetzt hat er schon mal einen Debuff. Du wirst nicht abhauen. Tot? Nein! Aber der wird sterben durch den Debuff. Komm schon! Nein! Warum bekommt der HP dazu? Das ist so unfair. Oh Mann, warum kann ich nicht schneller sein? Magier, ja gut, der kann Blitzding jetzt machen. Der ist ja schneller unterwegs. Aber so eine Regeneration ist auch total doof. Es ist so doof. Alter, ich werde ihn killen. Ich werde es tun. Auch wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tun werde.
Also die Heiler heilen ja nicht so wirklich. Okay, kommt auf einmal, wo die gerade unterwegs sind. Wir sind gerade ziemlich alleine hier. Eigentlich ist es ziemlich unnötig, wenn wir jetzt da reinstürmen. Weil dann wahrscheinlich 10 Allianzler drin sind. Ach egal, versuchen wir es einfach, dann sterben wir halt. Ist auch nicht so schlimm. Wir müssen wenigstens den ganzen Weg zurücklaufen. Ja, das frage ich mich auch. Ganz ehrlich. So. Die Frage ist jetzt, wo ist er? Gehen wir hoch, um es auszuspielen. Wenn er dann oben ist, dann haben wir halt Pech gehabt. Wir verrecken hier. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Oh Mann, ich hoffe, dass die Festplatte nicht voll wird, weil die ist jetzt auch schon da ziemlich gefüllt. Und nicht so voll, aber sie ist gefüllt. Gut, ich sehe auf jeden Fall unten. Also mal von da oben was zu machen. Oh, kann uns nicht runterziehen. Aber er kann in Deckung gehen. Macht er aber nicht. Scheiße. So kann man von oben eigentlich gut angreifen. Level 19 ist die, ey. Aber das werden wir nicht überleben. Bestimmt kommt da jetzt einer von hinten. Nein! Das war eigentlich jetzt nicht das, was ich machen wollte. Naja, wir werden, glaube ich, jetzt sterben. Obwohl, wir können uns ja noch heilen. Ich heile mich mal hoch. Und ich heile auch den anderen hoch, wenn er Heilung braucht. Mal gucken, ob er es überlebt. Also wir verrecken schon ziemlich. Also wir haben schon ziemlich Schaden. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Geil. Schaut, so geht es mit einem Heiler. Mit einem Heiler hast du halt immer den extremen Vorteil, dass du dich heilen und die anderen auch heilen kannst. Oh, jetzt will so einer uns killen. Ja, okay, der ist nicht schlecht. Muss man mal so sagen. Aber es ist halt so einer. Du musst nicht in Deckung gehen, ich kann dich schon hochheilen. Also das ist nicht so die Herausforderung. Ach, wir nehmen jetzt einfach mal die Scheiße. Wenn kein anderer sie nehmen will, dann nehme ich sie. Ich kann mich auch heilen. Ist schon gut eigentlich. Nur wir können halt nicht uns schnell bewegen. Okay, wenn du die Flagge hast, kannst du auch kein Reittier nehmen, weil sonst ist die Flagge einfach weg. Du kannst sie auch nicht unverwundbar machen, sonst ist die Flagge auch weg. Damit habe ich schon einige Erfahrungen gemacht mit meinem Paladin. Mit meinem ersten Paladin, der war gar nicht auf diesem Server hier. Der war bei der Allianz. War so ein Mensch-Paladin. War ganz lustig eigentlich. Ist glaube ich 66 oder so, aber da habe ich richtig durchgesucht. Da hat WoW noch so unglaublich viel Spaß gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass es jetzt keinen Spaß mehr macht. Macht es immer noch. Aber früher, keine Ahnung, früher hat es irgendwie noch mehr Spaß gemacht. Ja gut, das werden wir nicht überleben. Es sind auch 10 Leute und keiner von der Horde ist da. Man kann ihn schon wieder ein bisschen aufregen. Aber ist ja auch egal, sterben gehört auch dazu. Auch wenn es scheiße ist. Man muss halt immer warten und so. Und muss seine Leute sterben lassen und das ist jetzt nicht so das Beste. Heißt der Ahnen. Wir können uns da wieder aufbuffen. Also buffen mache ich eigentlich so gut wie nie. Immer wenn ich sterbe, muss ich ja immer neu buffen. Und das vergesse ich halt immer. Auch wahrscheinlich so ein Punkt, warum ich nicht so der Experte in WoW bin, vom Kampf her. So, der kriegt jetzt erstmal voll auf die Fresse von uns. Du wirst es nicht überleben. Und ich glaube, unsere Freundin... Ach, scheiße! Ich dachte, die heilt sich selber hoch, nur dann hat einer Pause gemacht. Also, dass sie nicht mehr heilen können. Und das war's dann halt. So, den heilen wir jetzt aber hoch. Wir werden ihn hochheilen.